Ja. Ja, so. So, jetzt Schnauze hier. Es ist Zeit für Rezzomezzo. Let's do this. Es ist wieder Zeit für so ein 14 Video. Monate In diesem Abo-Fall, Video geht es let's um krasse Formen von Korruption und Machtmissbrauch in der Politik. Nicht darum, dass irgendwer mal irgendwas bürokratisch nicht korrekt abgerechnet hat und damit irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Euro gespart hat, sondern es geht This teilweise is um Selbstbereicherung im Millionenbereich. Bevor ich für dieses Video recherchiert hatte, war mir schon irgendwie bewusst, dass da nicht alles optimal läuft. Aber ohne Witz, wie viel es da gibt, auf welchem shady Level sich das teilweise abspielt This und wie easy Korruption in unserer Politik ist, hat mich hart schockiert. Wir werden in diesem Video zuerst darüber reden, welche Möglichkeiten ich als Politiker für Korruption hätte. Danach sprechen wir darüber, welche Parteien sich für oder gegen Transparenz einsetzen. Und am Ende geht es noch um die größten Finanzskandale ever. Buckle up! Es wird crazy! Auch in diesem Video geht es wieder grundsätzlich um alle Bundestagsparteien. Aber wenn fast alle krassen Fälle bei einer Partei vorkommen, dann muss man für eine neutrale Betrachtung natürlich auch fast nur über diese Partei reden. Alles andere wäre einfach unjournalistisch. Und natürlich sind wie immer die Quellen verlinkt. Los geht's! Bei Korruption geht es ja darum, dass ich als Politiker meine Macht ausnutze und du mir zum Beispiel was dafür gibst. Meine Macht dabei unbemerkt auszunutzen, ist nicht das Problem. Als Politiker habe ich tausend Möglichkeiten in Gesprächen, Debatten, Abstimmungen, Gesetzen und so weiter, Sachen positiv für dich zu beeinflussen. Und natürlich kann erstmal keiner nachweisen, aus welchen Gründen ich das gemacht habe. Der aktuelle CDU-Innenminister gibt sogar zu, dass er Gesetze absichtlich kompliziert und intransparent macht. Man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es fällt es nicht so auf. Excuse moi, bitte. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt. Vertrauenswürdige Aussage. Aber okay, stellen wir uns vor, ich wäre korrupter Politiker. Dann könnte ich mich relativ easy für deine Interessen einsetzen. Ohne dass mir das jetzt jemand unbedingt nachweisen kann. Aber ich will ja auch was davon haben. Und da wird's tricky. Weil wenn du mir dann einfach einen Haufen Kohle überweist und ich dann so einfach alles absaugen, oh geil, oh Geld, ja. Dann fällt das ja schon irgendwie auf. Gibt es denn für korrupte Politiker überhaupt Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen? Ja, es gibt einige. Und in den nächsten Parts schauen wir uns verschiedene Möglichkeiten an, samt passenden Korruptionsaffären, die leider wirklich so passiert sind. Meine Favorite-Möglichkeiten, also wo ich der Meinung bin, dass es am sichersten ist, kommen am Ende, starten wir aber mit der simpelsten Form. Also die simpelste Form von Korruption ist, wenn ich meine politische Macht nutze, um einem Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier heute nicht richtig aufgehoben. Ich lass es jetzt einfach erstmal so. Und das Unternehmen mich dann dafür bezahlt. Allein in diesem Jahr gab es eine ganze Reihe von CDU-Politikern, die genau diesen Vorwurf bekommen. Ihr habt vielleicht schon mal von diesen Maskendeals gehört. Ermittlungen wegen Bestechlichkeit, hohe Provisionen beim Geschäft mit der Pandemie. In der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken muss sich die Union mit Vergangenheit beschäftigen, mit üppigen Vermittlungsprovisionen. Fahnder auf dem Flur der CSU-Fraktion auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft. Alle wollten offenbar mitverdienen beim Maskengeschäft. Die Korruptionsskandale ziehen immer weitere Kreise. Guys, alleine das sind zu viele Skandale, als dass ich sie hier alle erklären kann. Und bei allen geht es um CDU-Politiker und sau viel Geld. Aber nur um ein Beispiel zu erklären. Der Staat musste in der Corona-Pandemie ja viele Masken kaufen. Von unseren Steuergeldern. Genau. Natürlich. Stellen wir uns mal vor, du wärst ein Unternehmen, das Masken herstellt. Dann könntest du ja einfach ein ganz normales Angebot machen. Aber das machen andere ja auch und dann würde das beste Angebot ja ausgewählt werden. Wenn du aber vielleicht gar nicht das beste Angebot hast, dann könntest du mir, korrupten Politiker, ja vielleicht einfach Geld geben, damit ich dir trotzdem den Auftrag klar mache. Das wird natürlich nicht so passiert sein, oder? Aber warte, das wird doch keiner machen, oder? Oder? Oh Gott. Doch, ein... Nein! Eine Gruppe um CDU-Politiker haben scheinbar... Oh Gott, ich werde schon wieder schwach.
genau das gemacht. Also laut Recherchen haben diese CDU-Politiker dafür gesorgt, dass 60 Millionen Euro Steuergelder für den Kauf von Masken an ein Unternehmen gehen. Im Gegenzug für diesen Deal haben sie als Provision Beträge in Millionenhöhe bekommen. Und guess who's one of them? Armin Laschet. Also offenbar hat dieses Unternehmen durch den Deal so viele Millionen Euro unserer Steuergelder als Gewinn gemacht, dass sie dieser CDU-Gruppe über 11 Millionen Euro geben wollten. Gegen diese CDU-Politiker wird halt jetzt ermittelt. Aber es ist nicht mal klar, ob man die drankriegen kann, weil das dazugehörige Gesetz vom Bundestag so schwach beschlossen wurde, dass sie sich laut Juristen extrem dumm angestellt haben müssten, um überhaupt bestraft zu werden. Trotzdem hätten sie das natürlich besser machen können, weil es total die leichten Wege gibt, wie man sich intransparent und anonym bezahlen lassen kann. Dazu aber später mehr. Jetzt geht es erstmal um eine andere Möglichkeit, Korruption durchzuführen. Parteispenden sind nicht per se was Schlechtes. Wenn Privatpersonen mal 100 oder 1000 Euro spenden, dann ist das ja total cool, weil damit kann man ja auch die lokale Lieblingspartei supporten. Sind ja vielleicht viele fleißige Leute da und warum nicht unterstützen? Aber wenn jetzt große, mächtige Unternehmen riesige Summen zahlen, dann hat das direkt einen weirden Beigeschmack. Machen die das aus Nettigkeit? Haben die einfach Bock drauf gehabt? Oder erhoffen die sich vielleicht eine Gegenleistung? Was? Und come on, natürlich liegt das nicht fern, dass Politiker davon mindestens unterbewusst irgendwie beeinflusst werden. In manchen Fällen ist das aber auch eher offensichtlich. Zum Beispiel dieser Dude hier. Oh nein. Das ist so ein Rich Kid. Also, obviously ist er jetzt alt, aber der ist halt schon reich auf die Welt gekommen, weil Papa halt reich war. Der Papi war übrigens cool mit Hitler und hat damals Banken bekommen, die seine Nazi-Friends den Juden weggenommen haben. Also, sympathisches Erbe. Naja, er hier hat jedenfalls... Was kann ich dafür, wenn mein Nazi, weil mein Vater, ich hab falsch ausgedrückt, Entschuldigung, ich muss los. Menge Hotels. Und dann hat der mal der FDP so eine gute Million und der CDU auch nochmal so 800.000 Euro gespendet. Und dann war doch da irgendwas mit einer Steuersenkung, oder? Und diese beiden Parteien hatten danach irgendwie voll Bock, Steuern für Hotels zu senken. Und Sabasti, das hast du doch schon vorgeguckt, oder nicht? Nee, das ist etwas, das man weiß vorher schon. Das Information ist offen, transparent, ersichtlich. Jetzt könnte man mir wieder vorwerfen, ungespielt, du bist es. Aber erstmal bin ich es nicht und zweitens bin ich es trotzdem nicht. Haben das auch so circa ein Jahr nach den Spenden dann gemeinsam verabschiedet. So mussten auch seine Hotels danach weniger als die Hälfte dieser Steuer bezahlen. Aber ey, natürlich beeinflussen Parteispenden Politiker nicht. Niemals. An so shady Spendenaffären gibt es übrigens wieder so viele, dass ich die hier nicht alle aufzählen kann. Neben der CDU und FDP gab es auch mehrere große Fälle bei der SPD und bei der AfD. Ja, Fink ist auch ein großer AfD-Spender, der freut sich darüber. Aber vor allem ist halt die CDU dafür bekannt. Der größte Fall von solcher Spendenkorruption war sogar mal ein dauerhaftes System von illegalen Parteispenden bei der CDU. Da gab es verdeckte Konten, Geldwäsche und riesige Summen wurden in so Bargeldkoffern auf Parkplätzen an CDU-Leute übergeben. Kein Scheiß, das ist passiert. Full on Breaking Bad Shit bei denen. Say my name. CDU. Also, Spenden sind definitiv eine Möglichkeit für... Ja, also, da muss man einfach nur mal an den CDU-Urvater denken, Helmut Kohl, ja, Kupferkohl, wie wir ihn nennen, der sich auch an die ein oder anderen Sachen nicht mehr erinnern konnte. Es war ja auch dann spät mit den, mit diesen Verfahren und Ausschüssen und so, das war ja auch sehr spät. Aber, ach... Und solange man jetzt nicht eine große Spende auf einen Haufen macht, sondern das schön über Jahre verteilt, ist es auch viel schwieriger nachzuweisen, ob davon jetzt irgendwelche Entscheidungen beeinflusst wurden. Aber eine Sache stört dann doch, weil bei so einer großen Spende muss man halt öffentlich sagen, wer da gespendet hat. Aber auch da gibt es super Tricks, wie man das wieder umgehen kann. Bisher muss erst ab 10.000 Euro öffentlich gemacht werden, wer das Geld gespendet hat. Also,
Würde das bedeuten, wenn man 9.999 Euro spendet, dass das dann nicht öffentlich ist und das über einen langfristigen Zeitraum macht, damit man einen zuträglichen Geldfluss hat, aber nicht nachweisen kann, woher das kommt? Das heißt, wenn ich jetzt super dreist wäre, dann könnte ich einfach sagen, ey, spende du mir nicht einen großen Haufen, sondern ihr mehreren Leute spendet mir einfach 9.999 Euro. Das wird doch nicht etwa passiert sein. Oder? Weil dann habe ich immer noch einen großen Haufen Geld bekommen. Aber ist ja alles 1 Euro unter dieser Grenze und ich muss nicht offenlegen. Okay, das wäre jetzt schon super dreist. Wird ja keiner machen. Oder? Ja, Leel, doch. Begrüßen Sie mit mir Jens... Oh nein, er hat ihn. Jens Spahn, unser CDU-Gesundheitsminister. Der hatte ein Spendendinner mit einem Dutzend reicher Unternehmer und die wurden laut Medienberichten sogar dazu aufgefordert, genau 9.999 Euro zu spenden. Ist ja legal, ne? Da kannst du dem Spahn ja auch nichts vorwerfen, ist ja legal. Obviously, damit Jens deren Identitäten... Gottes Willen, Alter, Gottes Willen. ...verheimlichen kann. Das haben die Unternehmer dann auch gemacht und da kam richtig viel Cash an die CDU. Und der Jens, der verschweigt bis heute seinen Wählerinnen und Wählern, wer diese Geldgeber überhaupt waren. Oh. Absolut korrekt. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, oh mein Gott, diese journalistische Meisterleistung, das ist ja unglaublich, warum ist das nicht vorher rausgekommen? Ist vorher rausgekommen. Das ist eine bekannte Information. Das liegt nicht daran, dass ich dieses Video vorher geguckt habe und gesagt habe, Bruno, ich habe mich vorbereitet mit Stift und Zettel und bla 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 und den Notizblock auf den Boden werfen ist einfach nur den Vorwand, Notizblock hier zu haben. Sondern das sind einfach bekannte Informationen. Interessiert noch keine Sau. Jens hat diese Masche übrigens nicht mal erfunden. Bei einer ziemlich großen Spendenaffäre eines SPD-Politikers kam dieser Move zum Beispiel. Ja, der SPD-Politiker wurde dazu haben wir eine Doku geguckt. SPD-Oberbürgermeister hat... von Bauunternehmern Geld bekommen, damit... Oh, das haben wir gesehen. Chat, vielleicht der eine oder andere erinnert sich, aber das haben wir gesehen. Spiel auch vor. Und es gibt so... Schöne Aufarbeitung dazu. Es gibt auch noch andere Tricks, wie man als Partei super easy verheimlichen kann, welche Unternehmen einem riesige Summen gegeben haben. Fakt ist, wenn ich korrupter Politiker wäre, hätte ich durch Spenden ziemlich gute Möglichkeiten dazu. Ich kann sehr große Zahlungen für mich oder meine Partei bekommen und mit ein paar einfachen Tricks kann ich sogar easy dafür sorgen, dass die Bevölkerung nie rausfindet, wer uns da bezahlt hat. Im nächsten Part geht es um eine weitere Korruptionsmöglichkeit, nämlich, dass du einfach als Politiker Unternehmen pusht, in denen du selbst mit drin hängst. Oh Gott, nein. Nein. Geiler Beat. Das hier ist Philipp Amthor. Oh nein, nein. Auch CDU. Und der hat mal von einem Unternehmen richtig viel dafür bekommen, dass er seine politische Macht für die... Offenbar. Augustus Intelligence. Augustus Intelligence, das irgendwie nicht wirklich existiert. Also so ein bisschen auf dem Papier und dann irgendwie nicht. Und dann noch andere Leute, Maßen, die da auch mit drin hängen. Mit irgendwelchen Sachen. Also ist ganz weird. Also er hat unter anderem einen seitenlangen Brief an den CDU. EU-Wirtschaftsminister geschrieben und da hat er gesagt, ey, Bro, hier ist so ein Unternehmen, das heißt Augustus Intelligence und das wäre doch ein spannendes und politisch vielversprechendes Investitionsvorhaben. Ist Philipp Amthor eigentlich zurückgetreten oder lachen wir alle über ihn, weil er lustige Worte wie Schabernack sagt? Philipp hat ihn darauf hingewiesen, dass der Strompreis für Augustus Intelligence hier in Deutschland leider ein bisschen zu hoch ist. Aber abgesehen von einer Strompreisgestaltung wäre es ja vielleicht grundsätzlich mal gut, wenn sich der Wirtschaftsminister mit diesem Unternehmen trifft. Leute, what the fuck? Aber es wird noch krasser. Nachdem Philipp seine politische Macht für dieses Unternehmen genutzt hat, kam es natürlich zu so einem Treffen zwischen dem Wirtschaftsminister und Augustus Intelligence. Und Amthor wurde dafür laut Medienberichten in internen Chats bei Augustus gefeiert. Geiler Typ und man müsse sich bei ihm bedanken, haben sie gesagt. Und bedankt wurde sich dann offenbar. Ja, mit ein paar Reisen, ein bisschen hier, da, Einladung, dies, das. Philipp hat kurze Zeit später einen Direktorenposten in diesem Unternehmen bekommen und Aktienoptionen im Wert von bis zu $250.000. Und das ist im Rahmen der, das ist übrigens im Rahmen der Lobbyarbeit oder der Nebeneinkünfte-Transparenz, alles richtig. Das ist keine Korruption. Als die ganze Sache dann aufgeflogen ist, meinte Philipp so, was? Ich bin doch nicht käuflich. Da lehne ich immer dankend ab und ich will das nicht. Und
das ist nicht so gut und ich bin nicht so einer. Nee, natürlich nicht. Und für die CDU scheint es kein Problem zu sein. So richtige Konsequenzen gab es nicht und die haben den jetzt auch als Spitzenkandidat aufgestellt. Und ein stellvertretender CDU-Vorsitzender meinte sogar, er ist eben noch jung. Da trifft man im Überschwang noch leichter falsche Entscheidungen. What the fuck? Er ist ein erwachsener Mann, der seit über 10 Jahren politisch aktiv ist. Es geht hier nicht um irgendeinen kleinen Ausrutscher, sondern um eine ganze Reihe von aktiven Handlungen, von Gesprächen, Teilnahme an Treffen, dem Verfassen von seitenlangen Schriftstücken, dem Annehmen von riesigen Gegenwerten und... Hey, der ist jung, der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, ja... Der hat da mal ein paar komisch fremdenfeindliche Sprüche gemacht, die man vielleicht fehlinterpretieren kann. Aber ganz ehrlich, das ist ein Mecklenburger Jung. Ich behaupte ja, das ist das gescheiterte Experiment einer Verjüngungskur eines alten CDU-Politikers, den keiner kennt. Philipp Amthor war 1980 auch schon in der CDU mit 50 Jahren. Dann wurde er verjüngt und jetzt ist Philipp Amthor sowas wie Captain America. Versteht ihr? Der wurde in so einem Keller, in so einem Automaten gesetzt. Da wurden ihm da so 15 Spritzen reingepumpt und dann ist er rausgekommen. Aber eben nicht als Captain America, sondern als Philipp Amthor. Ne? All das hat sich über viele Monate hingezogen. Also natürlich hat er noch nicht so viel Erfahrung und lernt dazu. Bezüglich Korruption halt. Beim nächsten Mal wird der solche Absprachen halt nicht mehr per Brief machen, sondern mündlich oder per SMS. Oder WhatsApp. Das ist tatsächlich dein Joke, WhatsApp, ne? Dann hätte man ihm viel schwerer nachweisen können, wie er sich für dieses Unternehmen eingesetzt Anfängerfehler. Hat. Vor allem duckt er sich bei diesem Thema einfach kategorisch weg. In einem CDU-Livestream für junge Leute meinte er mal, mache ich keinen Bogen drum, gehört auch dazu, finde ich, in der Politik, dass man Fehler eingesteht, daraus Konsequenzen zieht und daraus lernt. Und deswegen gilt für alle Streams, auch für diesen, wir machen auch um unangenehme Themen keinen Bogen und wir lesen auch das, was ihr im Chat schreibt. Ja, und die jungen Leute haben dann vor allem dazu viele kritische Fragen gestellt. Allein 585 Mal kam in diesem Livestream Fragen zu Augustus Intelligence. Ist er darauf eingegangen? Überraschung. Nee. Natürlich nicht. Mach ich in keiner Form. Ich keinen Bogen drum. Bro, wenn du dieses Thema schon intransparent ignorieren möchtest, dann laber doch wenigstens nicht so ein ich mach keinen Bogen um unangenehme Fragen Bullshit. Im nächsten Part fasse ich nochmal zusammen, wie man Korruption richtig macht. Also welche easy Wege man nutzen kann, um kaum oder keine nachweisbaren Spuren zu hinterlassen. Wäre ich ein korrupter Politiker, dann würde ich verschiedene Möglichkeiten nutzen, damit nicht nachweisbar ist, dass ich meine politische Macht missbraucht habe. Hier einmal ein paar Tipps, wie das richtig gelingt. Grundsätzlich bietet es sich total an, als Politiker selbst in Unternehmen drin zu hängen, die man dann pushen kann. Stellt euch mal vor, ich hätte ein Schweinemastbetrieb? Landwirtschaftsunternehmen. Okay, nah dran. Es tut mir leid, manchmal... Wenn ich meine Knochen werfe, ich habe hier so mal Knochen, die werfe ich dann. Dann liegen die nicht genau. Und dann meint er zwar Landwirtschaftsunternehmen, aber der Knochen liegt in einem bestimmten Winkel, dass halt Schweinemastbetrieb. Ja, wenn du dich so viel mit Politik beschäftigst, dass du so scheiß Vorhersagen einfach machen kannst. Stay the Mentalist. Und wäre Politiker. Aber nicht irgendein Politiker, sondern ich wäre genau dafür da, Gesetze für die Landwirtschaft zu machen. Dann könnte ich das nicht nur so lenken, dass es eben gut für mich ist, sondern habe auch Vorteile, weil ich zum Beispiel weiß, welche Gesetzesentwürfe bevorstehen. Das wäre auf jeden Fall eine Art von Korruption, die ich wählen würde, weil ich kann ja nichts dazu, dass ich davon profitiere. Das war jetzt übrigens nicht nur so ein random Beispiel, weil ratet mal, wie viel von den Landwirtschaftsabgeordneten selbst oder familiär ein Landwirtschaftsunternehmen am Laufen haben. Schweinemastbetrieb. Jeweils diese Anteile hier. Fällt euch wieder was auf? Scheißgrünen. Es ist grundsätzlich cool, wenn Politiker sich mit den Sachen auskennen, die sie entscheiden. Aber wenn in einer Partei die meisten Leute, die solche Entscheidungen treffen, auch selbst davon profitieren können, dann ist das maybe nicht so ausgewogen. Und die Politiker, die in solchen Unternehmen drin hängen, könnten sogar noch jeweils mehr sein. Denn es gibt einen weiteren Vorteil bei der Korruption mit Unternehmensbeteiligung. Bisher müssen Politiker nicht offenlegen, in welchen Unternehmen sie drin hängen, solange das nur 25% Anteil sind. Ich möchte das nochmal, dass du das nochmal sagst, Rezo. Offenlegen, in welchen Unternehmen sie drin hängen, solange das nur 25% Anteil sind. Solange du als Politiker nur 25% eines Unternehmens hältst,
musst du das nicht angeben, weil es sind nur 25%. Jetzt wurde es zwar deutlich runtergesetzt, aber grundsätzlich gilt immer noch, je nach Anteil muss ein Politiker nicht offenlegen, in welchem Unternehmen er drin hängt. Also, das Ganze bietet erstmal gute Möglichkeiten, aber ist natürlich eher so ein Wie ist es nach dem Lobbyregister, Kappa? Dauerhaftes Ding. Wäre natürlich mega, wenn ich jetzt auch für direkte Leistungen noch direkt bezahlt werden könnte. Und auch dafür gibt es easy Tricks. Eine Möglichkeit, wenn du ein Unternehmen bist und ich ein korrupter Politiker, wäre, dass du mir nicht einfach eine große Zahlung überweist, sondern mich einfach dauerhaft anstellst für, weiß ich nicht, Aufsichtsrat oder so. Warte mal, das heißt, Nebeneinkünfte durch eine zusätzliche Beschäftigung neben dem politischen Amt? Ha, das könnte Korruption sein? Das ist jetzt aber wieder merkwürdig. Solche Anstellungen bei Unternehmen. Aber wie sollen denn dann Chirurgen praktizieren, wenn die neben der Tätigkeit im politischen Auftrag nicht üben können, Chat? Wie sollen sie es machen? Gibt's in der Politik recht oft. Allein im letzten Video hatten wir gesehen, wie viele Politiker auf der Payroll von nur einem Kohlekonzern stehen und dabei teilweise über 100.000 pro Jahr bekommen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, denn ich könnte dein Unternehmen jetzt einfach über meine Beratungsfirma beraten. Also ich könnte dir einen politischen Gefallen tun und du gibst mir nicht direkt Geld, sondern überweist das einfach an eine Beratungsfirma. Damit kann man nämlich riesige Summen irgendwie rechtfertigen. Oder warte mal, geht das auch für Vorträge? Es ist total flexibel und das Geilste ist, ich muss nicht mal offenlegen, wer da bezahlt hat, wegen Verschwiegenheitspflicht. Bei manchen Beratungsarten ist diese Verschwiegenheitspflicht schon gesetzlich gegeben, aber ich kann mich ansonsten auch einfach immer vertraglich dazu verpflichten. Und dann müsste ich, selbst nach den neuesten Gesetzen, nur sagen, welche Branche meine Kunden wären. Und selbst das nur in manchen Fällen. Ja, aber Rezo, das ist doch nur eine theoretische Möglichkeit, als ob dies Beraten jetzt so flächendeckend in der Politik gemacht wird. Ja, ja, das wird, ist ein Standardprozedere. Naja, halt schon. Ja. Innerhalb von 3 Jahren haben Bundestagsabgeordnete mehr als 11 Millionen Euro nebenher bekommen, bei denen sie nicht sagen, wer denen das gegeben hat, weil ist ja Beratung und so. Teilweise bekommen einzelne Bundestagsabgeordnete mehrere 100.000 Euro von einzelnen anonymen Mandanten. Geringverdiener. Ja klar, weil die Bundestagsabgeordneten einfach so gut beraten. Lobbyarbeit verbieten, Nebeneinkünfte verbieten, Politiker in Spitzenpositionen dürfen nur noch Politiker in Spitzenpositionen sein. Vielen Dank. Also, das Beratergeschäft im Bundestag boomt total. Und von wem die Politiker da Geld bekommen, ist halt meistens intransparent. Ja, okay, Rezo ist schon sehr auffällig, aber ich bin mir sicher, dass die Politiker ihr Amt und die Beratung immer klar trennen. Naja, es ist nachgewiesen, dass Politiker diese Tätigkeiten teilweise mischen. So wurden für Beratungsfirmen und das politische Amt teilweise die gleiche Telefonnummer genutzt, teilweise sogar das gleiche Büro samt Mitarbeiterin, die wir... Was brauche ich auf dem Soundboard? Was ist das? Halbes den Ticker-Stream. Steuerzahler bezahlen. Und der CDU-Gesundheitsminister hing in einer Agentur drin, die, and I shit you not, öffentlich mit folgendem Satz geworben hat. Ganz gleich, ob es um eine Anhörung, ein Hintergrundgespräch oder um eine Plenardebatte geht, wir sind für Sie dabei. This also is es ist nicht nur naheliegend, dass Abgeordnete diese Tätigkeiten nicht klar trennen, sondern teilweise auch faktisch nachgewiesen. So, wir haben bisher in diesem Video gesehen, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten für Korruption gibt. Also, falls jemand ein korrupter Politiker wäre, dann wäre es im aktuellen System wirklich nicht schwer, seine politische Macht zu nutzen, um sich selbst oder anderen Vorteile zu verschaffen. Okay, Überraschung. Und vor allem gilt, hätten die Politiker, bei denen es jetzt diese riesigen Skandale gab, einfach diese Tipps befolgt, dann würden wir vielleicht von deren Deals bis heute nichts wissen. Eine wirklich clean ausgeführte Korruption fliegt wahrscheinlich nie auf. Und ganz nebenbei, zu sagen, es existieren keine weiteren Korruptionsfälle, außer die, die bisher aufgeflogen sind, ist exakt so dumm, wie zu sagen, es gibt keine anderen Drogendealer, außer die, die gekriegt wurden.
Natürlich ist die Dunkelziffer immer höher und jeder, der was anderes behauptet, macht sich einfach lächerlich. Aber wieso gibt es denn all diese guten Möglichkeiten für Korruption? PolitikerInnen dürfen ja sehr relevante Infos über Spenden, Auftraggeber, Unternehmensbeteiligungen etc. einfach komplett verheimlichen. Wer das so beibehalten möchte und welche Parteien das ändern wollen, sehen wir uns jetzt im nächsten Part an. Wie immer ein Shoutout an Lisa, mit der ich zusammen diese Videos mache, und an Jakob, der den Schnitt macht. Aber insbesondere bei diesem Video hier gilt, ohne die Recherchen und Aufdeckungen von vielen JournalistInnen würden wir das meiste in diesem Video gar nicht wissen. Deshalb Shoutout an diese ganzen MVPs, die wirklich eine Menge aufgedeckt haben. Teilweise ist das einfach insane krass, was die leisten, und die meisten davon finanzieren sich zu großen Teilen über Abos oder Spenden. Also, wisst ihr Bescheid? Und dass die meisten Fälle von Machtmissbrauch nicht von einer staatlichen Kontrollinstanz, sondern von JournalistInnen entdeckt, öffentlich gemacht und aufgearbeitet werden, zeigt ein immenses Versagen dieser staatlichen Kontrollinstanzen. Weil why the fuck fällt das nicht häufiger auch ohne die Presse auf? Können die das nicht? Oder wollen die das vielleicht gar nicht? Es gibt für den Bundestag schon lange Transparenzregeln und die sollen jetzt sogar noch ausgebaut werden. Aber der Umfang dieser Regeln ist gar nicht das Problem, sondern die fehlende Kontrolle. Denn ob diese Regeln im Bundestag eingehalten werden, wird praktisch kontrolliert von einem Dude im Bundestag. Warte mal, ist das nicht der Dude, der Hans-Georg Maaßen einen strammen Demokraten genannt hat? Ja, Leel. Ratet mal, wie oft es beim Verstoß dieser Regeln schon Sanktionen gab. Ein fucking Mal. Es gibt sogar einen Fall, in dem ein Bundestagsabgeordneter, ja auch wieder CDU, über 9 Jahre lang jedes einzelne Jahr diese Transparenzregeln gebrochen hat. Und die Kontrollinstanz im Bundestag wusste auch davon. Gab es irgendeine Strafe? Nein. Ja, wow. Der Typ meinte sogar selber, dass es über viele Jahre keinen gejuckt hätte, dass er diese Regeln bricht. Also das primäre Problem scheint hier nicht die Regeln selbst zu sein, sondern dass die einen Politiker, die die anderen Politiker kontrollieren sollen, einfach auf deren Verstöße komplett scheißen. Ja, also da ist die Regel oder da ist der Spruch ganz einfach. Da wird nämlich gefragt, theoretisch kontrolliert der Frosch, der im Tümpel sitzt, den Frosch, der im Tümpel sitzt. Und fragt ihn, wann es feucht ist oder wann es nicht feucht genug ist. Die Kontrolle von solchen Sachen, von den im gleichen im Tümpel sitzenden Fröschen zu überlassen, ist halt einfach, natürlich funktioniert das nicht. Die sitzen ja alle im gleichen Sumpf. Ne? Das ist schön feucht, das ist schön lecker, ja, fliegig. Und es wird auch schön feucht bleiben. Und diese sogar aktiv der Bevölkerung gegenüber verheimlichen wollen. Das System ist da also absolut broken. Und solange keine Regierung an die Macht kommt, die eine unabhängige Kontrollinstanz einführt, wird dieses Problem auch bestehen bleiben. Genau. Ich meine, stellt euch mal Folgendes vor. Manche InfluencerInnen kennzeichnen ja ihre Werbung nicht auf Instagram und so. Und jetzt stellt euch mal vor, nicht mehr eine Behörde kontrolliert das, sondern Simon Dissio soll ab jetzt kontrollieren, ob jeder seine Werbung richtig gekennzeichnet hat. Wäre das eine gute Idee? Nein. Nein, wäre es nicht. Obviously nicht. Wieso läuft das dann bei den mächtigsten Politikern in diesem Land so? Bruder, Aufsichtsrat, Influencer, Mitglied Simon Dessiu kontrolliert Placement, also. Und das ist nicht mal das einzige Problem. Jetzt geht es kurz um Lobbyismus. Politik wird ja von verschiedenen Seiten beeinflusst. Und warte mal, warum nennst du das Lobbyismus? Du kannst doch einfach unter Korruption weitermachen. In einer Demokratie ist das auch gut so und Sinn der Sache. Direkte Streitgespräche, politische Meinungsbeiträge in Zeitungen oder Social Media, Demonstrationen, Petitionen etc. können das Denken und Verhalten von PolitikerInnen beeinflussen. All das sind Teile des öffentlichen Diskurses, also sozusagen Beeinflussungsversuche, bei denen völlig transparent ist, wer will hier eigentlich was von wem. Und das ist gut, dass das so transparent ist. Es gibt aber noch eine andere Form der politischen Beeinflussung, nämlich direkte Treffen und Kontakte mit PolitikerInnen. Große Unternehmen geben Dutzende Millionen Euro jedes Jahr für sowas aus. Also, die bezahlen zum Beispiel professionelle Beeinflusser dafür, möglichst enge Kontakte in die Politik zu haben, sich mit denen da zu treffen. Und diese professionellen Beeinflusser sind nicht selten Politiker, die direkt logischerweise in der Vergangenheit einen Kontakt dahin hatten. Und manchmal passiert es auch, gerade das haben wir ja gehört, zuletzt als wir das Böhmermann-Video gesehen haben, dass ein fließender Übergang
in die eine und andere Richtung stattfindet. Bei der Autobranche zum Beispiel, dass Lobbyisten zu politischen Ämtern gehen und politische Ämter zu Lobbyistenverbänden. Und das wechselt ständig. Kleiner als drei, kleiner als drei. Weil diese und Entscheidungen Verbindungen so gut sind. Mitzulenken. Das muss auch per se nichts Schlimmes sein, aber es ist definitiv eine viel mächtigere Form der Beeinflussung. Deshalb ist es obviously demokratisch notwendig, dass diese drei Sachen auch dabei transparent sind. Das ist aber leider nicht der Fall. Hunderte Lobbyismusleute. Was? Leute dürfen im Deutschen Bundestag ungehindert ein- und ausgehen und Unternehmen schreiben sogar teilweise deutsche Gesetzestexte direkt mit. Kein Scheiß, die schreiben für Politiker die Gesetze teilweise vor. Das ist nachgewiesen. Und CDU und SPD haben jetzt nach diesen vielen Skandalen der letzten Jahre doch plötzlich gesagt, ey, da ändern wir was. Ja cool, das heißt, ab jetzt weiß die Bevölkerung, wer was mit wem bespricht? Nein. Nee, aber ihr wisst jetzt, wer? Zwei Jahre kurz. Wir wissen jetzt zum Beispiel, hier existiert ein Lobbyist und der wird zum Beispiel von Volkswagen bezahlt. Das war's. Nicht mit welchen Politikern der sich trifft oder worum es bei diesen Treffen geht oder welche Gesetzestexte er mitschreibt. Basically nur, dass der existiert. Ah, Und wie viel Budget hat? Spürt ihr diese Transparenz? Also, selbst wenn die CDU... Transparenz. Ich kann sie schmecken. Und sie riecht nach Scheiße. Riechen und schmecken ist ja irgendwie auch nah dran. Und SPD, nach 8 Jahren, in denen sie keinen Fortschritt bei Lobby geschafft haben, dann doch mal irgendwann auf Forderungen eingehen, kommt sowas dabei raus. Aber welche Parteien wollen eigentlich mehr als das? In diesem Part vergleichen wir jetzt die Parteien so ein bisschen miteinander. Unabhängig von den aktuellen Regeln gibt es ein freiwilliges Transparenzversprechen. Da können sich Bundestagskandidaten, die jetzt zur Wahl stehen, selbst verpflichten. Warum zeigt der blauhaarige Junge eigentlich permanent auf dich, Stay? Das ist der Grund, dass hier exposed wurde, dass es rausgekommen, dass ich in einen direkten Kontakt mit Bündnis 90 die Grünen stehe, von denen natürlich auch bezahlt werde, weil anderen rationalen Grund kann es ja nicht geben, warum ein linksgrün versiffter Dreckstreamer, der im Ausland lebt, im Ausland, sich für deutsche Politik interessiert und diese Partei unterstützt. Deswegen ist das Stream im Hintergrund auch grün, das kann ja, jetzt macht das alles Sinn. Dass sie zum Beispiel ihre Lobbykontakte oder Einnahmen öffentlich machen. Also, aus den Parteien machen das so viele Kandidaten. Für die FDP, AfD und CDU muss man noch ein bisschen rauscrollen. Da sind sie. Also muss man, glaube ich, auch nichts weiter zu sagen. Bei einer aktuellen Umfrage wurden Bundestagsabgeordnete gefragt, ob die derzeitigen Regeln für Spenden ausreichen. Die einzigen Parteien, bei denen kein einziger Abgeordneter sagte, dass die aktuellen Regeln ausreichen, sind die Grünen und die Linke. In manchen anderen Parteien haben viele Abgeordnete darauf nicht mal eine Antwort gegeben. So viel Prozent der Befragten hatten jeweils geantwortet. Dass man die derzeitigen Spendenregeln verändern müsste. Diese Aufteilung zeigt sich auch so ein bisschen, wenn man sich die bisherigen Pläne der Parteien anschaut. Ich habe euch hier mal verschiedene Zusammenfassungen und Vergleiche von Wahlprogrammen und Abstimmverhalten der jeweiligen Parteien. Scheiß Linke! Einverlinkt. Ich fasse das hier jetzt nochmal zusammen, aber checkt es gerne selbst im verlinkten Material aus. Bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Lobbymissbrauch und Korruption wollen die Grünen und die Linke am meisten machen. Die SPD ist so lala, weil die haben zwar weniger konkrete Forderungen als die beiden, wollen aber mehr als CDU und FDP, aber haben diese Themen jetzt in 8 Jahren Regierung nicht wirklich gepusht und teilweise Änderungen, die sie angeblich wollen, nicht mal als Vorschlag eingereicht. Also, ihr versteht, so teils, teils. Bei der AfD ist es völlig durcheinander und inkonsistent, wie sie sich zu diesem Thema verhalten. Sie sind zum Beispiel angeblich für weniger staatliche Parteigelder, haben aber ihre eigenen staatlichen Parteigelder künstlich hochgepusht. Sie wollen angeblich mehr Transparenz, hatten aber die intransparenteste Wahlkampffinanzierung ever, die auch illegal war. Ja, ach. Also, die sind wie immer nur unangenehme Lappen. Und die FDP und CDU haben mit Abstand am wenigsten Bock auf Regulierung und Transparenz bei diesem Thema. Die CDU hat da einen anderen Ansatz. Nach einem großen Skandal hat die CDU mal gesagt, ey,
wir brauchen jetzt nicht wirklich mehr Transparenz, aber wir machen jetzt einen Ethikkodex. Da steht drin, dass man nicht korrupt sein soll und daran halten wir uns jetzt. Ja, der wurde unterschrieben. Gibt da keine Konsequenzen, es gibt keine Kontrollen oder es gibt die Kontrollen, die wir die Schäublollen. Aber what the fuck, Digga? Dafür solltet ihr keinen Kodex brauchen. Und was? Danach gab es weitere Korruptionsfälle? Was? Dabei hattet ihr doch einen Kodex, Jungs. Der Ethikkodex erwies sich als wirkungslos. Bruder. Oh Gott, einfach. Das ist wie ein Eisbär mit einem Schneeball bewerfen. Das zeigt einfach keine Wirkung und wirst am Ende gefressen. CDU-Politiker brechen ihre Versprechen an die Bevölkerung? So kenne ich die gar nicht. Ah doch, genau, ja doch, so kennen wir die halt. Die CDU hat sogar gesagt, wir brauchen nicht Transparenz, sondern wir haben jetzt ein Compliance-Gremium, das auf sowas achtet. Dieses Gremium haben die 2013 gegründet, wegen auch wieder einer großen Korruptionsaffäre. Und wisst ihr, wie oft das Gremium getagt hat? Oh nein. Hat es geklingelt? Nie. Dieses Jahr hat die CDU auch wieder wegen Korruptionsaffären gesagt, ey, wir machen jetzt eine Ehrenerklärung, dass wenigstens bezogen auf die Corona-Pandemie jetzt alles ans Licht gekommen ist und keiner sonst mehr korrupt ist. Und dieses Mal stimmt das auch. Ehrenwort. Ja, wenn ihr das sagt. Aber es ist nicht so, dass die CDU mit der SPD grundsätzlich gegen mehr Kontrollen ist. Die wollen Kontrollen, die feiern Kontrollen. Nur halt nicht für sich, sondern für wen anders. Oh ja. Oh Gott. Okay, jetzt kommt ein ganz kleiner Exkurs, weil mir wichtig ist, an dieser Stelle ein krasses Ungleichgewicht klarzumachen. Die Regierung will zwar nicht mehr Kontrolle bei sich, aber eben bei uns. CDU und SPD sind die Parteien, die die Vorratsdatenspeicherung eingeführt haben, um alle Bürgerinnen und Bürger kategorisch zu überwachen. Obwohl es verfassungswidrig war und Studien gezeigt haben, dass es nicht mal etwas bringt. CDU und SPD haben auch erst kürzlich beschlossen, dass eine ganze Reihe von staatlichen Behörden abhören darf oder sich heimlich in Google, Instagram etc. einhacken darf. Und die haben entschieden, dass auf unseren Handys und Laptops dafür sogar Sicherheitslücken offen bleiben sollen, die dann natürlich auch jeder andere kriminelle Hacker nutzen kann. Ja, cool. Danke dir. Und vor allem die CDU will immer und immer und immer mehr Überwachung. Das ist natürlich grundsätzlich etwas Kritisches, weil so eine totale Kontrollmacht der Bevölkerung gegenüber natürlich auch missbraucht werden kann. Auch wenn die meisten Leute in diesen Behörden bestimmt ganz nice Menschen sind, kann man ja nicht naiv davon ausgehen, dass diese Macht niemals missbraucht wird. Auf den Einwand, dass diese riesige Kontrollmacht spätestens dann zum Problem wird, wenn sie zum Beispiel in die Hände der AfD fällt, sagt der CDU-Innenminister übrigens das. Dann habt ihr doch der AfD die Infrastruktur für die Überwachung ihrer missliebigen Leute, und das müssen nicht nur die Verbrecher sein, sondern auch vielleicht Juden, Moslems, Flüchtlinge und so weiter gegeben. Aber da ist doch die beste Antwort, die AfD nicht zu wählen. Sachsen just left the chat, Alter. Perfekt, Digga. Ja, wow, in den falschen Händen wäre das sicherlich schlimm. Aber wir sind doch vertrauenswürdig. Nee, seid ihr nachweislich nicht. Hatten wir schon genug Beispiele allein in diesem Video. Und das gilt auch für diese Behörden. Denn nur zur Erinnerung, ein ehemaliger Chef einer solchen Behörde war... Wer ist das denn? Koloriert? Ist das ein altes Bild? Ist das koloriert? Das muss doch nachbearbeitet sein. Wer trägt denn in 2021 diese Form von... Woher kenne ich die denn? Ich schwöre, ich habe das Bild schon mal gesehen, aber der hatte eine Uniform an. Hm. Naja. War CDU? Und ist das so ein vertrauenswürdiger Typ? Naja, der hängt mit rechtsextremen Gruppen ab, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden oder werden und wird von solchen Rechtsextremen als Teil ihres Teams abgefeiert. Der dreht auch ansonsten verschwörungstheoretisch komplett am Rad, teilt zum Beispiel Verschwörungsideologen, die davor warnen, dass die Juden das Böse gelernt hätten. Bad Bob.
und benutzt auch selber gerne mal antisemitische Codes. Der feiert auch das Lügenpresse-Narrativ total ab und war, wie gesagt, Chef einer solchen Behörde. Und by the way hat die CDU den jetzt zur Bundestagswahl mit großer Mehrheit wieder aufgestellt. Um solche Leute geht es bei der Wahl. Herr Maaßen ist unbestreitbar Demokrat. Er ist nicht Antisemit und er verbreitet auch keine antisemitischen Texte. Jedes Mal, wenn fucking Armin Laschet sein Maul aufmacht, ist der am Lügen, Alter. Was hat er Falsches gesagt? Also, das war jetzt der kleine Exkurs. CDU und SPD haben gemeinsam den Überwachungsapparat sehr stark ausgebaut. Viele staatliche Behörden, wo die wacksten Dullis drin sein könnten. Meine Theorie zu Hans-Georg Maaßen ist übrigens folgende. Und ich sage Theorie, weil das natürlich nur das ist, weil es dann spekulativ wird. In irgendeinem CDU-Hinterzimmer hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man rechtsextreme Parteien die Stimmen wegnehmen kann. Und es ist anscheinend zu einer Übereinkunft gekommen. Und diese Übereinkunft bedeutet, dass man selbst Punkte vertreten muss, um der AfD die Stimmen wegzunehmen. Also das hat nichts mit rechts am rechten Randfischen zu tun, mit einer ey, 2015 darf sich nicht wiederholen Rhetorik. Sondern meine Mutmaßung ist, dass es eine explizite Vorstellung davon gibt, dass das nur zu machen ist, indem man die gleiche Rhetorik, die gleichen Punkte und die gleichen Argumente anstellt und damit in Ostdeutschland kandidiert, damit die nicht die AfD wählen, aber trotzdem das gleiche Gesinnungsbild unterstützen. Meiner Erwartungshaltung nach hat die CDU sich also dazu entschlossen, die einzige Möglichkeit, demokratiefeindliche Stimmen wieder zurückzuholen auf die Basis, ist es selbst, das zu werden, was die wählen. Das würde auch erklären, warum die sich alle nicht von dem distanzieren, sondern die ertragen das, weil sie sich dazu entschlossen haben, das umzusetzen. Du kannst denen also von der CDU so viel Belege zeigen, antisemitisches Gelaber, rechtsextreme Theorien, Verschwörungsglauben und so weiter und so fort. Der Maaßen ist installiert oder anscheinend installiert oder mutmaßlich installiert, um genau diese Stimmen abzufangen und wird deswegen selbst zu dem, was er bekämpft. Um das nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, ich bin ja dafür, dass die CDU in die Opposition geht. Ich wünsche mir die CDU in der Opposition. Bruder, ich wünsche sie mir auch unter 5%, aber das wird nicht passieren. Aber sollte das passieren, sollte die CDU in der Opposition sein und die AfD genauso, macht eure Augen und Ohren auf, was dann passiert. Denn meine Spekulation ist, dass da unheimlich zusammengearbeitet wird. Ja? Das ist natürlich alles wieder Spinnerei, aber die Glaskugel liegt bei mir auch nur so offen rum. Das Problem an der ganzen und das Paradoxe übrigens, um auf meine Ursprungsbehauptung zurückzugehen, durch die Positionierung von Maaßen und der CDU in Ostdeutschland mit dem nicht nur Kandidaten, sondern auch mit den Übernahmen von den Positionen, machen sie automatisch die AfD wählbarer. Denn wenn die CDU diese Position vertritt, kann die AfD ja nicht so antidemokratisch sein, wie man glaubt, oder so rechtsextrem. Oder so fremdenfeindlich. So viel zu der Abgrenzung nach rechts außen, ne? Aber wir dürfen nicht mal wissen, mit welchen großen Unternehmen sich die mächtigsten Politiker in diesem Land treffen und was sie da besprechen? Ich möchte das an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Das ist kein leichtes Ungleichgewicht. Das ist ein von Grund auf kaputtes System, das natürlich ein Stück weit Vertrauen in unsere funktionierende Demokratie zerstört und das leider absolut zu Recht. So, bevor wir jetzt gleich zum größten Finanzskandal ever kommen, möchte ich vorher noch über einen ganz besonderen Politiker sprechen. Manche sagen, es gäbe in der Politik gar keine Freunde. Gibt es überhaupt sowas wie Freundschaft unter Politikern? Nein. Hat es geklingelt? Alright. Gar nicht? Nein. Horst. Wer hat dir wehgetan? Aber okay, irgendwie hat... Who hurt you, Horst? Who hurt you? Ja, jeder Freunde oder Family. Und auch da gab es in der Vergangenheit schon Korruptionsaffären, wie zum Beispiel die Verwandtenaffäre. Da hatten super viele Abgeordnete Ärger bekommen, weil sie Familienmitglieder auf Staatskosten als MitarbeiterInnen beschäftigt hatten. Ich blende hier mal die Parteien der Abgeordneten ein, die darin involviert waren.
Überraschung, ich weiß. Aber im letzten Jahr geht der krasseste Fall, Freunden oder Freundesfreunden einen Gefallen zu tun, egal jetzt ob gewollt oder nicht, eindeutig an Jens Spahn. Jens Spahn. Der CDU-Gesundheitsminister hat nämlich einen Anruf bekommen von Andrea. Ich weiß nicht, wie Andrea aussieht, ich wollte jetzt nicht zu tief diggen, weil ich respektiere ihre Privatsphäre, deswegen das jetzt Andrea. Sie ist die Tochter von einem Dude, der mal sehr hoher CDU-Politiker war und deswegen Andrea Kohl! Das connected. Andrea rief also Jens Spahn an und meinte, ey Jens, ihr müsst doch gerade so viele Masken kaufen. Ich kenne da ein Unternehmen, die sind cool, kauf doch von denen. Und Jens dann so, ja, klingt gut. Und dann wurde daraus ein Deal für so 700 Millionen Euro. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelte dann, weil die Masken offenbar überteuert waren. Also so überteuert, dass von diesen 700 Millionen Euro Steuergeldern bis zu 200 Millionen allein bei den reichen Unternehmern als Gewinn hängen geblieben ist. Und die Andrea, die ja... Würdest du dich gerne mit Politikern treffen und reden? Ich habe tatsächlich schon mehrere Angebote bekommen, um solche Formate möglich zu machen. Allerdings muss ich dafür nach draußen gehen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man alles übers Internet klären kann. Ohne Kratzen. Und Politiker, denen ich gerne mal fragen würde, ey, was geht da ab? Oder was ist los? Die würden sowas sich niemals drauf einlassen. Niemals. Bruder, nicht mal von den Grünen will irgendjemand mit mir sprechen. Das letzte Mal, als ich mit Sven Giegold gesprochen habe und gefragt habe, Bruder, so und so sieht's aus, war da auch ein bisschen Pfeffer drin. Aber nichtsdestotrotz, nee. Dafür ist meine Reichweite nicht groß genug tatsächlich, glaube ich, um da genug Druck auszuüben. Ich habe zuletzt mit Marco Bülow gesprochen, der natürlich auch viele von meinen Positionen übernimmt. Also da unterhalten sich zwei Leute, die haben unähnliche Positionen. Und das ist manchmal nicht so spannend, wie wenn das anders ist. Aber wenn das anders wäre, kommt man halt zu solchen Gesprächen nicht. Man kommt halt einfach nicht zu solchen Gesprächen. Und es ist auch, also es ist nicht anstrengend, also es ist sehr anstrengend. Und dann weiß ich nicht. Es ist wirklich anstrengend. Jens Spahn davon überzeugt hat, soll dafür so 30 bis 50 Millionen Euro bekommen. Was? Eli, da gab's keinen besseren Deal als das. Stellt euch mal vor, ihr müsstet nie wieder arbeiten. Eure Kinder, eure Enkel auch nicht. Die dürften über Generationen im Luxus leben. Und zwar einfach nur, weil ihr durch Familie und Freunde die Nummer von einem der wichtigsten Politiker habt. Und nur deshalb zig Millionen Euro, die letztlich Steuergelder waren, zu euch schieben könnt. Der Jens Spahn, der hat grundsätzlich so ein paar Moves, von denen er, seine Freunde oder seine Partei total profitieren und die teilweise extrem shady sind, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, die alle zu erklären. Denn im nächsten Part kommt der mit Abstand krasseste Krimi in diesem Video. Ich kann mich nicht an Kum, was sagen, wie nennen Sie das, Ex erinnern? Nein. Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, war schon in... Der Brech-Kandidat. Der Brechmittelkandidat, wie ich ihn gerne nenne. So ein paar ziemlich ungeilen Sachen drin verwickelt. Zum Beispiel hat er mal in Hamburg eingeführt, dass die Polizei Menschen zwingen darf, Brechmittel zu nehmen. Was? Halt total mit deinem Körper fickt und du halt kotzen musst. Ist jemand gestorben bei? Davor. Da war er aber nicht mehr Bürgermeister, sondern das war danach. Nichtsdestotrotz ist jemand deswegen gestorben. Sagte die Innenbehörde und ein Gericht. Das wurde dann übrigens auch als, Folter würde ich jetzt nicht sagen. Dass es unnötig zur Beweissicherung wäre, dass es gegen die Menschenwürde geht und medizinisch war völlig klar, dass man davon sterben kann. Auch die Hamburger Ärztekammer meinte, dass das aufgrund dieser Lebensgefahren natürlich nicht zu verantworten wäre. Olaf Scholz meinte aber, nee, das ist gesundheitlich unbedenklich, was natürlich die Unwahrheit war. Und naja, danach wurde einem Teenager in Hamburg gegen seinen Willen Brechmittel so reingepumpt, dass er daran gestorben ist. Seine letzten Worte waren, ich werde sterben. Und trotzdem fand Olaf Scholz diese Methode danach immer noch richtig, hat sie verteidigt und sogar grundsätzlich als alternativlos bezeichnet, was sie ja laut Innenbehörde und Gericht natürlich nicht war. Erst Jahre später wurde das beendet und auch nur, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen Brechmittelzwang in Deutschland als menschenrechtswidrig verurteilt hat. Also, und das ist jetzt nur eine nüchterne Tatsache, Olaf Scholz hat mit nachweislichen Unwahrheiten eine menschenrechtswidrige Sache eingeführt, durch die ein Teenager getötet wurde. Ich werte das jetzt nicht, es sind nur Fakten.
25% SPD. Kevin Kühnert hat mal dazu was gesagt? Der ist doch so aktiv auf Twitter. Oh. Okay, diese Geschichte war jetzt nur so am Rand. Weil eigentlich hat das ja gar nichts mit... Stimmt, es ist nicht Mord. Es wäre dann theoretisch, rein hypothetisch, eventuell Totschlag. Mit oder ohne Vorsatz? Naja, fahrlässig zumindest. Beihilfe vielleicht. Aber das ist ja auch schon lange her. Das ist ja jetzt nicht, das ist doch irre. Kannst du doch nicht sagen, sowas. Aber was solche Themen angeht, ist Olaf Scholz halt auch nicht unauffällig. Und dazu erkläre ich jetzt kurz den größten Finanzskandal ever. Cum-Ex. Doppelversteuerung. Let's go. Ihr habt vielleicht schon mal von Cum-Ex gehört. Klingt ein bisschen weird, aber ist grundsätzlich sehr fix zu erklären. Unternehmen haben vor Jahren entdeckt, dass man unser Steuersystem an einer Stelle abusen kann. Könnt ihr euch vorstellen wie irgendein Bug in einem Game, der dafür sorgt, dass ihr mehr Geld im Inventar habt. Und das haben dann vor allem reiche Unternehmen über Jahre ausgenutzt, um mehr Geld zu bekommen. Einfach nur durch diesen Abuse. Aber anders als in einem Game spawnt das Geld ja nicht einfach nach, sondern es muss irgendwo herkommen. In dem Fall kam es vom Staat und damit von uns Steuerzahlern. Also, vor allem sehr reiche Unternehmen haben Deutschland durch einen Abuse im Steuersystem Geld gestohlen. Das wurde auch ganz klar als strafbar entschieden und come on, da brauchst du auch kein Gericht zu, um darauf zu kommen, dass das kriminell ist. Ja, halt, stopp. Das muss man schon definieren. Also, stopp. Willst du mir etwa sagen, dass man ein Zertifikat ausstellen kann an zwei Menschen, einer bezahlt davon etwas, und beide bekommen die Rückerstattung und teilen das unter sich auf? Das ist illegal? Warte mal. Also, willst du mir erzählen, dass wenn ich an eine Kasse gehe und meine Milchschnitte bezahle, dass ich dann, wenn ich mit 20 Euro bezahle, 18 Euro noch was oder 19 zurückbekomme und ich nicht erwarten kann, dass der hinter mir steht, nur weil der ganz nah an mir dran steht, auch 18 Euro zurückbekommt? Das verstehe ich nicht. Warte mal, also du willst mir sagen, wenn ich eine Steuererklärung mache und ich mein Einkommen versteuere und ich sage, ich habe eine Ausgabe und das reduziert meine Einkommensteuer oder ich kriege eventuell Geld zurück, dass derjenige, der die nach mir macht, das Geld nicht zurückbekommt? Einfach so? Und wir dann uns das aufteilen, ohne dass wir was machen? Das macht keinen Sinn. Warte mal, willst du mir erklären? Das ist illegal? Das kann ich nicht verstehen. Willst du mir erklären, dass wenn ich etwas bekomme, ohne dass ich die steuerliche Last getragen habe und das einfach ohne irgendwas bekomme, dass das illegal ist? Das verstehe ich nicht. Und um das Ausmaß einmal klarzumachen, hier geht es um insgesamt 30 Milliarden Euro, die... Wie viele Nullen sind das? Die uns deutschen Steuerzahlern weggenommen wurden. Nur um das kurz klarzumachen, das ist so, wie wenn ich dir 1000 Euro gebe, jede Minute, 60.000 pro Stunde. Das mache ich den ganzen Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn ich damit jetzt anfange und das ununterbrochen machen würde, dann hätte ich im Jahr 2078 immer noch ein paar hundert Millionen Euro übrig. Ist also ein Riesenthema, aber eine Geschichte ist ganz besonders relevant, nämlich die von Olaf Scholz und der Warburg Bank. Warte mal. Ist das die Situation, wo Olaf Scholz 48 Mal gesagt hat, dass er sich nicht erinnern kann? Diese Bank kommt aus Hamburg und es geht um einen Vorfall vor wenigen Jahren. Da war Olaf Scholz Bürgermeister von Hamburg. Jetzt ist er Kanzlerkandidat der SPD, damals Bürgermeister von Hamburg. Diese Bank hat jedenfalls auch das Steuersystem abused und damit viele, viele Millionen Euro gesneakt. Und dann meinte das Finanzamt so, yo guys, ihr habt euch hier so 47 Millionen genommen, die gar nicht eure sind, könnt ihr uns das bitte mal zurückzahlen? Dazu gab es beim Finanzamt auch ein langes Gutachten, warum klar war, dass man sich das Geld zurückholen kann und muss. Und alle involvierten Betriebsprüfer meinten auch, yo, das kriegen wir auf jeden Fall hin, das Geld muss zurückgezahlt werden. Danach treffen sich die Eigentümer dieser Bank mit Olaf Scholz. Bei dem Treffen ging es auch darum, dass die Bank meinte, boah,
bitte, wir wollen das echt nicht zurückzahlen. Ist ja klar, wer will so viel Geld auch schon zurückzahlen? Was die genau bei diesem Treffen besprochen haben, weiß man natürlich nicht. Aber anderthalb Wochen später ruft Olaf Scholz laut Aufzeichnung die Bank an und sagt, jo, pass auf, schickt die gleichen Unterlagen, die ihr bereits an das Finanzamt geschickt habt, bitte nochmal an meinen Finanzsenator. Sagt ihm dazu nichts, macht es ohne weitere Bemerkungen. Der Banker macht das auch direkt. Die Unterlagen kommen beim Finanzsenator von Scholz an. Der schreibt eine Anmerkung drauf und schickt die Unterlagen samt seiner Anmerkung weiter an die Finanzbehörde. Zwei Tage später entscheidet die Finanzbehörde dann plötzlich, dass sie diese 47 Millionen doch nicht mehr zurückhaben wollen. Das Ganze ist natürlich extrem sus. Und dann... Danach gab es einen Untersuchungsausschuss und Befragungen und die haben das Ganze noch auffälliger gemacht. Ganz am Anfang wusste man nämlich noch von gar keinem Treffen zwischen Scholz und dem Banker. Dann wurde der Senat von Scholz gefragt, gab es da irgendwelche Treffen? Und der Senat hat gesagt, nein, gab es nicht. Dann kam raus, dass das die Unwahrheit war und es wurde ein Treffen aufgedeckt. Deshalb wurde Scholz vorgeladen und er dann so, ja... Dieses Treffen gab's wohl. Bei zwei Befragungen wurde er dann gefragt, ob es weitere Treffen gab. Bei beiden Befragungen hat er keine weiteren Treffen genannt. Er hat nichts erzählt von weiteren Treffen. Dann kam raus, dass es neben diesem einen Treffen noch mindestens zwei weitere Treffen zwischen Scholz und dem Banker gab. Darum wurde Scholz wieder befragt, weil so, what the fuck, warum hast du uns das nicht erzählt? Und dann hat er basically gesagt, ja okay, diese Treffen gab's dann wohl auch, stehen auch so in meinem Kalender. Ich habe halt nur bisher konnte ich da nicht so richtig nachgucken und ich habe halt auch ein sehr schlechtes Gedächtnis. Aha. Und das mit dem schlechten Gedächtnis kam ziemlich oft. Wie oft? Nein, im öffentlichen Teil des Untersuchungsausschusses habe er mehr als 20 Mal Erinnerungslücken behauptet und deswegen Fragen nicht beantwortet. Und sagen wir so, auch ansonsten spricht er nicht so gerne über das Thema. Warum haben Sie, habt Ihr Senat 2016 Cum-Ex, wir haben Profite. Naja, was? Der Richtige für den Kanzlerjob. Also die Baerbock ist mir ja schon unsympathisch. Aber fahrlässige Tötung oder fahrlässige Korruption. Naja, Armin Laschet, aber Hambacher Forst. Mord, Tötung auch Tod. Nee, aber die Baerbock ist mir wirklich unsympathisch. Und die hat auch abgeschrieben. Die hat auch mal gedacht, sie wäre ein Land. Nee, da ist der Linksrutsch in einem Land, in dem der dritte Weg offen dafür propagiert, dass die nächsten Politiker sterben sollen, wirklich ein bisschen zu viel. Also das geht ja nicht. Er war schon Walter Lübcke. Was ist das? Boah, ich mag auch mehr als 130 fahren. Und richtige Neonazis sind das ja dann irgendwo nicht von der AfD. Und die Baerbock, die ist mir auch wirklich unsympathisch. Die ist eine Frau. Als Bundeskanzler hatten wir doch jetzt lang genug eine Frau. Ist auch mal Zeit für einen Penis im Amt. Sorry, ich habe laut gedacht. Was soll man dazu noch sagen? Dein Schweigen deutlich als Antwort. Ja. Es gibt noch einen weiteren größten Finanzskandal. Der heißt Wirecard. Das ist doch kein Skandal. Das sind Buchungsfehler. Und das war ein Finanz- und Geldwäscheskandal. Im Wesentlichen sind dafür zwei Behörden verantwortlich, denen dieser Skandal hätte auffallen müssen. Excusez-moi, Alter. Das ist ein Buchungsfehler. Behörden haben derbe verkackt und riesige Fehler gemacht. Da sind sich auch eigentlich alle einig. Und wer hat die Verantwortung für diese beiden Behörden gehabt? This is not a scam. Hey, Gott sei Dank hat er nicht meine Richtung gezeigt. Bin ich ganz froh. Die ganze Zeit werden Pfeile auf mich gerichtet, ja? Aber... Olaf Scholz. Als der Skandal rauskam, meinte Olaf Scholz, dass er maximale Transparenz will und nichts verbergen möchte. Auch da gab es einen Untersuchungsausschuss und auch da betonte er das nochmal. Aber naja, sein Ministerium verweigert bis heute, Dokumente zur Wirecard-Affäre zu veröffentlichen. Klar, maximale Transparenz. Nichts verbergen. Man kennt es. Imagine, wegen deinen Unwahrheiten ist ein Teenager getötet worden. Du bist in die beiden größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte tief drin verwickelt, sagst einfach, ich erinnere mich an nichts, willst möglichst keine Dokumente veröffentlichen und könntest wahrscheinlich Bundeskanzler werden. Ha. Huh. Naja, kommen wir zum Fazit.
Okay, in den letzten beiden Videos und auch in diesem ging es ja jeweils um Fehlverhalten bei allen Parteien. Trotzdem kam auch wieder bei diesem Thema sehr viel die CDU vor. Und zwar nicht nur bei meinem Video hier, sondern grundsätzlich im Journalismus. Sucht mal bei Zeitungen nach Themen wie Lobbyismus und Korruption. Da kommt auch fast nur CDU. Das liegt nicht daran, dass Zeitungen oder ich lieber über die eine Partei sprechen wollen und runterspielen wollen, was die anderen machen. Sondern weil die halt scheiße korrupt ist. Sondern es liegt daran, dass die CDU auch in diesem Thema wieder mit Abstand am meisten Shit abzieht. Wenn die Realität sehr einseitig ist, dann wird auch eine neutrale journalistische Darstellung immer sehr einseitig aussehen. Ich habe sogar, um ganz sicher zu gehen, dass ich auch hier keine relevanten Infos weglasse, unabhängige Organisationen wie Lobby Control oder Abgeordnetenwatch gefragt, ob es irgendeine Affäre von den Grünen oder Linken gibt, die hier in diesem Video fehlt. Also irgendeinen Fall, bei denen halt der ansatzweise auf dem Level von diesem Video hier mitspielt. Aber die konnten mir auch keinen nennen. Also warte mal, die Grünen und die Linken machen das nicht? Die CDU-SPD macht das, aber die Grünen und die Linken sind die Linksrutsch verhindern? Warte mal. Lass mich nochmal kurz überlegen. Also. Die Grünen und die Linken nicht. CDU, CSU schon. SPD schon. Aber Linksrutsch verhindern. Warum wollen die denn den Linksrutsch verhindern? Warte mal. Gibt es irgendeinen... Also die Grünen nicht, aber... Also, aber die werden trotzdem korrupt, ne? Also, natürlich werden die korrupt, klar. Ich meine, die sitzen in ein paar Landtägen und deswegen sind die nicht trotzdem korrupt, aber die sind ja trotzdem korrupt. Warte mal. Also, natürlich sind die Grünen scheiße, weil die regieren ja auch im Landtag. Aber die Grünen sind nicht korrupt, weil die nicht regieren. Warte mal. Nee, stopp. Ich muss die... Also, die Grünen sind schuld. Erstmal. Aber, da die ja im Landtag sitzen, regieren die. Deswegen sind die schuld, aber weil die nicht regieren, sind die nicht korrupt. Wenn die regieren, werden die korrupt. Und die Grünen sind schuld, weil die sitzen im Landtag und regieren. Aber nur im Land. Und da ist man nicht so korrupt. Deswegen wird man korrupt, wenn man... Ja, genau. Das ist genau die richtige Logik. Das ist absolut schlüssig argumentiert. Denn die Grünen, scheiß Grüne... sind nicht korrupt, denn die regieren nicht. Im Landtag, aber da werden die nicht korrupt. Das ist was anderes. Hör doch mal auf mit dieser Relativierung. Aber Baerbock hat abgeschrieben. Baerbock hat abgeschrieben und die ist mir allgemein unsympathisch. Dann lieber Mord und Totschlag oder Mord und Totschlag. Hambach, Tod, Korruption. Das kann kein Zufall sein. Scheiß Linke. Ja, und scheiß Grüne. Korruption kommt immer erst, wenn man Bundestag. Nur dann ist Korruption relevant. Klar. Klar. Also ja, dieses Thema ist auch einfach wieder sehr CDU-lastig. Und wir haben nicht mal über alle krassen Fälle gesprochen. Alleine eine relativ... doch hier nicht mit Fakten. ...aktuelle Korruptionsaffäre, in der eine Diktatur und diese ganzen Abgeordneten hier verwickelt sind, ist, wie ihr seht, auch sehr CDU... Zulastig. Ich meine, allein im letzten Jahr waren mindestens diese ganzen Affärenthema. Warte mal, was ist denn das hier? Warte mal, Korruption. Korruption. Das sieht aber nicht gut aus. Bei denen PolitikerInnen ihre Macht scheinbar für Unternehmen, Parteien oder eine Diktatur missbraucht haben. Come on, wenn du von der CDU Maskenaffäre sprichst, musst du spezifizieren. Das ist ja nicht... ...welche von den mehreren du meinst. Und ich bin ganz ehrlich, was mich dabei abfuckt, ist nicht, dass irgendein Politiker sich mal ein paar tausend Euro eingecasht hat, sondern dass es ein... AfD gar nicht aufgelistet, ist ja auch keine wählbare Partei, Leute. ...strukturelles, tiefgreifendes Problem ist. Natürlich ist es fein, wenn Leute in der Politik einen Nebenjob haben, aber... Nee, ist es nicht. Wenn die von mächtigen Unternehmen für irgendwelche Jobs viel Geld bekommen und sich zufällig für deren Interessen einsetzen, dann klingt das nach einem Fehler im System. Wenn Politiker teilweise offen zugeben, dass ihr politisches Amt für sie der eigentliche Nebenjob ist, den man nebenbei macht, während man sich auf die lukrativen persönlichen Deals fokussiert, dann ist das ein dermaßen abgefucktes gerne mehr davon. Das Weltbild, dass ich nicht mal weiß, was ich dazu sagen soll. Wenn es keine sichtbaren Folgen hat, dass politische Macht für das eigene finanzielle Interesse genutzt wird.
Und stattdessen zur Korruption dann sowas gesagt wird. Ist er verurteilt? Wenn es legal ist, ist es auch legitim, oder? Dann klingt das bei allem Respekt nach einem ethischen Verständnis von irgendwelchen kriminellen Banden und nicht nach fucking Volksvertretern. Wenn Menschen unfassbaren Reichtum letztlich aus Steuergeldern bekommen, weil sie Kontakte zum Minister haben oder ihre gestohlenen Steuergelder durch Kontakte in die Politik offensichtlich doch nicht mehr zurückzahlen müssen, dann fühlt sich das nicht nach einer Leistungsgesellschaft an, sondern nach einem unfairen System, in dem die einen hart für Wohlstand arbeiten müssen und die anderen kennen halt ein paar Leute in der Politik. Wenn es mittlerweile um Millionenbeträge geht, die sich Politiker für solche Deals eincashen und Regeln ganz obviously aktiv umgangen werden, um die eigenen Geldgeber der Bevölkerung zu verheimlichen, dann zeigt das einfach, wie unantastbar sich die Politiker bei diesen ekelhaften Moves fühlen. Wenn angebliche Kontrollinstanzen nachweislich im großen Stil auf Regelverstöße scheißen, dann ist das broken und kann nur durch eine neue, unabhängige Kontrolle gefixt werden. Wenn reiche Unternehmen literally im Geheimen Politiker beeinflussen, nachweislich direkt an Gesetzestexten mitschreiben und sich unsere Regierung aktiv dagegen wehrt, dass wir rausfinden, wer da mitschreibt oder welche Treffen es gibt, dann klingt das nicht wirklich nach einer Demokratie, in der das Interesse von jeder Person gleich viel wiegt. Auch wenn viele, viele Leute in der Politik bestimmt nicht so sind, sind das trotzdem keine Einzelfälle. All das sind keine Ausrutscher. Dieser Teil in unserem politischen System ist broken. Und das auch nicht erst seit einem Jahr. Ey, und das Problem daran ist doch nicht nur, dass so ein System PolitikerInnen von ihren eigentlichen Aufgaben ablenkt und massiv viel Steuergelder verschwendet, sondern dass dadurch politische Entscheidungen nicht grundsätzlich im Sinne der Bevölkerung getroffen werden. Und das merkt auch die Bevölkerung. Nachvollziehbar. Nur, wenn eine neue Regierung dieses Thema von Grund auf neu angeht, kann es gelöst werden. Es ist zwar ziemlich klar, dass keine Koalition jetzt den krassen Wandel nach sich ziehen wird, aber es kann trotzdem gute Fortschritte geben. Deshalb geht wählen. Verschwendet eure Stimme nicht. Geht alle wählen. Wer nicht wählen geht, kann auch nicht erwarten, dass sich was ändert. Und ich bin mir bei wenigen Sachen mittlerweile so sicher, wie damit, dass wir dringend, wirklich sehr dringend Veränderung brauchen. Das war der letzte Part dieser Videoreihe. Peace. Ich bin raus. In solchen Momenten wäge ich wieder ab, ob es mir besser gehen würde, wenn ich mich nicht so viel mit Politik auseinandersetzen würde, weil ich die Scheiße nicht wüsste, obwohl sie passiert. Aber ich glaube nicht. Ich unterstütze den Aufruf. Ich spezifiziere ihn allerdings. Denn ich bin nicht objektiv. Ich glaube, das kann man von mir aber auch nicht erwarten, dass es eine Objektivität hier gibt von einem sehr meinungsstarken Stream. Aber ganz klar, wählen ist eigentlich eine Pflicht. Ich glaube, man sollte es auch als Pflicht wahrnehmen. Und mein Anspruch ist eigentlich, nur zu sagen, wählt, aber nicht die Rechtsextremen. Also geht zur Urne oder macht den Brief voll, aber wählt nicht die Rechtsextremen. Wählt sie einfach nicht. Das ist der einzige Anspruch an das, was ich dazu vorgeben kann. Das ist natürlich gefärbt durch meine Position, aber ich denke, es ist auch nachvollziehbar gefärbt. Alles andere sind demokratische Parteien. Demokratische Parteien, die mit eigenen Problemen zu kämpfen haben, wie wir hier gerade gesehen haben. Das heißt, mich hier hinzustellen und zu sagen, die CDU ist ein großer Haufen Scheiße, wie wir gerade gesehen haben, ist gut. Aber es ist immer noch eine demokratische Partei. Nichtsdestotrotz ist nur wichtig, dass ihr wählt. Wirklich wichtig, dass ihr wählt. Ich sage auch immer transparent, was ich gewählt habe. Ich darf ja wählen. Auch wenn einige mir meinen Pass wegnehmen wollen, wenn ich sage, dass ich grün gewählt habe. Ich stand zwischen der Entscheidung links und grün, habe dann mich aber für grün entschieden, weil die linke Außenpolitik mir zu fragwürdig war. Bin aber sehr erfreut darüber, dass auch schon Bartsch gesagt hat, dass er außenpolitisch in einer Koalition, potenziellen Koalition ein bisschen zurückgeht. Deswegen wäre das eine oder das andere, für mich stand das eine zur Debatte. Ich habe mich dann entschieden, deswegen